Sie haben kahlgeschorene Köpfe, tragen Tätowierungen und sind gewaltbereit. Die rassistischen Neonazis in Amerika, auch Skinheads oder Boneheads genannt. Früher existierten sie nur am Rande der Gesellschaft. Heute sind sie mittendrin. Alles gehört von Grund auf verändert, vor allem das Denken. Sie nutzen das Internet, die ständig wachsende Musikszene und auch politische Entwicklungen, um damit neue Mitglieder zu ködern. Mit Erfolg. Im Jahr 2001 gab es geschätzte 5000 Skinheads in Amerika. 2007 waren es bereits doppelt so viele. Tendenz steigend. Mit der Zahl ihrer Anhänger wächst auch ihre Gewaltbereitschaft. Wenn man erst mal 100 von denen platt gemacht hat, kapieren sie es ganz schnell. Wie sieht es hinter den Kulissen amerikanischer Skinheads aus? Die Skinhead-Bewegung entsteht in den 80ern. In Großbritannien führen wirtschaftliche und gesellschaftliche Spannungen dazu, dass sich die Jugend der Arbeiterbewegung aus den 60ern erinnert. Deren Anhänger waren leicht zu erkennen. Rasierte Schädel, Stahlkappen, bewehrte Stiefel und schmale Hosenträger. Unter dem Einfluss der National Front spalten sich die Rechtsextremen von den linksextremen Skins ab. In den 80ern schwappt deren Ideologie nach Amerika, wo sie von sozial benachteiligten Jugendlichen nur zu gerne aufgegriffen wird. Wir hassen euch. Es ist für euch Zeit zu verschwinden. Sonst wird's ungemütlich. Die Anhänger der White Supremacy-Bewegung halten Weiße allen anderen Menschen gegenüber für überlegen. Die rassistischen Skinheads sind der gewalttätige Flügel unter ihnen. Ihr erklärtes Ziel, die Zerschlagung der bestehenden Gesellschaft und die Gründung einer nach Rassen getrennten Nation unter weißer Vorherrschaft. Die wollen die amerikanische Regierung gewaltsam niederschlagen, genau wie alles, was für Demokratie und Pluralismus steht. Die Geschichte zeigt, auch Faschisten und Nazis ging es um einen gewaltsamen Wandel. Dahinter steckt die Angst der Rassisten, dass die Weißen irgendwann aussterben könnten. Klar wird das passieren. Wenn sich die ganzen weißen Hühner mit den Nicht-Weißen paaren, dann wird das irgendwann passieren. Nur eine Frage der Zeit, bis es statt Schwarz und Weiß nur noch Grau gibt. Abgesehen von uns paar Überlebenden. Ihr Credo ist eine Kampfansage. Wir müssen das Überleben unseres Volkes und die Zukunft weißer Kinder sicherstellen. Die glauben wirklich, die Weißen seien dem Untergang in einer gewaltigen farbigen Welle geweiht, die auch noch von den Juden gelenkt wird. Und wenn sie nichts dagegen tun, ist die weiße Rasse verloren. Inzwischen gibt es in Amerika mehr als 110 Skinhead-Organisationen. Der immer größere Zulauf zieht immer mehr Gewaltdelikte nach sich. Allein im Jahr 2005 verübten Skinheads laut FBI-Statistik mehr als 7000 Straftaten. Inzwischen dürften es weitaus mehr sein. Viele hatten einen rassistischen Hintergrund. Der Kern dieser Bewegung ist die Gewalt. Diese Leute halten sich für Revolutionäre. Die Regierung, ja, die hat echt Schiss vor uns, das kannst du wohl glauben. Die Weißen wissen doch, wer rausgefiltert gehört, damit wieder alles läuft. Weiße haben dieses Land aufgebaut und sie könnten es über Nacht auch wieder zerstören. Der Musiker Martin Cox lebt in Orange County, Kalifornien. Er ist schon seit mehr als 20 Jahren ein Skin. Früher war ich Punkrocker, bin in so einer Multikulti-Szene groß geworden. Und irgendwann habe ich angefangen, die Dinge anders zu sehen. Die Skinheads gefielen mir plötzlich besser als die Punks, denn die sahen die Dinge so wie ich. Also habe ich mir den Schädel rasiert und bin zu denen. Cox hält sich für einen Vorkämpfer im Krieg der Rassen. Und diesen Krieg führt er an der Seite eines notorischen Rassisten, einem der schlimmsten in ganz Amerika. Der Radiomoderator Tom Metzger war früher Ku Klux Klan-Führer in Kalifornien und Freund und Mentor von Martin Cox.
Metzger gehört zu den ersten rassistischen Führern, die sich der amerikanischen Skinhead-Bewegung annahmen. Metzger und die Skins verschmolzen zu einer tödlichen Gemeinschaft. 1988 schlugen einige Skins, die mit Metzger in Verbindung gebracht werden konnten, einen Äthiopier mit einem Baseballschläger tot. Ein Zivilgericht verurteilte Metzger, seinen Clan sowie zwei der Mörder dazu, der Familie des Opfers 12,5 Millionen Dollar Schmerzensgeld zu zahlen. Metzger zahlt bis heute. Nach seinem Scheitern vor Gericht änderte er sein Vorgehen. Wissen Sie, wir haben eine Zeit lang diese Skinhead-Nummer durchgezogen und hatten unseren Spaß. Aber dann war es an der Zeit, die Haare wieder wachsen zu lassen, aufs College zu gehen und mit einer guten Ausbildung in der Industrie, beim Militär oder bei der Polizei so hoch wie möglich aufzusteigen. Die Organisation The Insurgent, zu Deutsch der Aufrührer, besteht aus einem Geflecht von Website-Betreibern, die Metzger einsame Wölfe nennt. Metzger moderiert von einem Betonbunker aus täglich eine Internet-Radiosendung, mit der er jährlich Hunderttausende Zuhörer erreicht. Seine Website hat monatlich mehr als 7 Millionen Besuche. Es gibt bei The Insurgent keine Mitglieder, Gruppentreffs, Veranstaltungen oder Aufmärsche, nicht mal Flaggen, denn man will nicht auffallen. Die Lone Wolves unterwandern die Gesellschaft und warten auf den besten Zeitpunkt zum Zuschlagen. Okay, da wurden nun also 4 Weiße beschuldigt, einen Schwarzen verprügelt und niedergestochen zu haben. Schade um die 4. Hätten sie doch wenigstens einen Kongressabgeordneten oder so erwischt. Tom Metzger hasst die Regierung und fühlt sich im Krieg. Seine Leute gegen die, in seinen Augen, zerstörerischen Kräfte an der Macht. Im Internetradio entwirft Metzger Gewaltszenarien. Mir könnt ihr alles über eure Massenvernichtungspläne erzählen. Ich schaue mir an, ob was Brauchbares dabei ist. Dann macht sich Metzger auf zu einem geheimen Treffen seiner Lone Wolves. Die weiße Rasse kann sich doch nur noch mit Gewalt wehren. Wenn sie das nicht tut, dann bedeutet das das Aus für die Weißen. Die Worte des Rassistenführers werden auf fruchtbaren Boden fallen. Vorsichtshalber findet die Veranstaltung in Indiana an einem geheimen Ort statt. Eine halbe Stunde vorher gibt's letzte Wegbeschreibungen. Noch einen Block. Dann zur Vordertür rein und am ersten Gang scharf rechts. Und dann gleich das erste Zimmer auf der rechten Seite. Metzger gestattet die Dreharbeiten, aber nur, wenn die Lone Wolves unerkannt bleiben. Ich glaube, der mittlere Westen wird eine Vorreiterfunktion haben, was künftige Schlachten angeht, aber auch politisch und militärisch. Wir brauchen Leute, die sich da reinarbeiten und wenn sie drin sind, einfach nur still verhalten. Ihr seid Lone Wolves, aber ihr könnt so tun, als wärt ihr jemand völlig anderes. Spielt den Multikulti-Linken, dann kriegt ihr das geregelt. Dennis Mahone kriegt das geregelt. Er war früher ein hohes Tier im Ku Klux Klan in Oklahoma. Tom hat Antworten. Er ist der älteste und erfahrenste Mann in diesem Kampf und er hat schon alles gesehen. Sein Weg ist der einzig richtige. Ich sage das echt nicht gern, weil ich schon viel Gewalt gesehen habe. Aber die Regierung versteht einfach keine andere Sprache. Ich glaube an den barbarischen Instinkt der weißen Rasse. Der weiße Mann ist das bösartigste Wesen auf Erden. Das bestreiten wir gar nicht. Wenn wir erstmal unsere Ärsche hochkriegen, dann wird eine Menge Blut fließen. Hasstiraden zu halten ist in den USA nicht illegal. Es herrscht das uneingeschränkte Recht auf freie Meinungsäußerung. Nur wer Gewaltfantasien umsetzt, macht sich strafbar. Organisationen wie das Southern Poverty Law Center oder die Anti-Defamation League betrachten das Erstarken der White Supremacy-Anhänger mit großer Sorge.
Hass lässt sich nicht einfach stoppen. So ist der Mensch nun mal. Sollen sie doch ihre Reden schwingen, ob nun gegen Farbige oder Juden. Allerdings muss man sie im Auge behalten. Ob sie die Grenze von der Hassrede zur Tat überschreiten, wenn sie statt mit Worten mit Waffen angreifen, dann muss man dazwischen gehen und diese Typen zum Schutze der Gesellschaft wegsperren. Die ADL, die Anti-Defamation League, hat amerikaweit hunderte extremistische Gruppen im Blick. Rechercheleiter Mark Pitkevich hat eine erschreckende Entwicklung bemerkt. Die Übergriffe rassistischer Skinheads nehmen in den vergangenen Jahren immer mehr zu. Eine eigene Abteilung innerhalb der ADL setzt sich damit auseinander. They have an ideology. Ihre Ideologie ist auf blankem Hass begründet, gegen alles und jeden, der anders ist als sie. Und dieser Hass zwingt sie dazu, gegen Menschen vorzugehen, die anders sind als sie selbst. So geschehen zum Beispiel am 23. März 2003 an der Nordwestküste. Als Detective Jeff Shipp von der Polizei Tacoma zum Tatort an einer Bahnunterführung kommt, erkennt er sofort, dass hier jemand in einen Blutrausch geraten sein muss. Das Opfer, der 42-jährige Randy Townsend, wurde bereits mit dem Hubschrauber ins nahegelegene Seattle Traumazentrum gebracht. Wir wussten von Anfang an, dass sich das zum Mordfall entwickelt. Es war klar, dass Mr. Townsend es nicht mehr lange machen würde. Townsends Schwester Sandy trifft der Anblick ihres Bruders im Krankenhaus vollkommen unvorbereitet. Ich habe ihn einfach nicht wiedererkannt. Ich fragte, sind Sie sicher, dass das Randy Townsend ist? Er sieht nicht aus wie mein Bruder. Ich erkenne ihn nicht. Als Täter werden die rassistischen Skinheads Curtis Monschke, David Pilatus, Scotty Butters und Tristane Fry verhaftet. Im Laufe der Ermittlungen machen einige Skins Aussagen bei der Polizei. Überwachungskameras haben aufgezeichnet, wie die Verdächtigen Baseballschläger kauften. Eigentlich wollen sie sich einen schwarzen Drogendealer vorknöpfen, denn besonders schwarzen Dealern wirft man in der Szene vor, die weiße Rasse zu vergiften. Die Skins steuerten also einen Ort an, an dem sich häufig Obdachlose versammeln. Sie suchten Streit mit einem schwarzen Drogenabhängigen, der sie aber mit einer Machete in die Flucht schlagen konnte. Dann begegneten sie Randy Townsend, der gegen Schizophrenieanfälle Medikamente einnehmen musste. Sie fragten meinen Bruder, nimmst du was? Und natürlich sagte er ja. Ich nehme was gegen die Stimmen in meinem Kopf. Und da haben sie ihm schon den Baseballschläger übergezogen. Es spielte keine Rolle, dass Townsend weiß war. Die Skins hielten ihn für einen Drogenabhängigen und malträtierten ihn mit ihren Schlägern und Stahlkappenstiefeln. Skinheads halten sich selbst für Krieger. Die meisten verwenden statt Schusswaffen am liebsten Baseballschläger, Stiefel, Hieb- und Stichwaffen oder die blanken Fäuste. Der Nahkampf ist ihr Ding. Zum Schluss legten die Skins Townsend mit offenem Mund über ein Gleis und sprangen ihm auf den Hinterkopf. Diese brutale Gewalt kann man sich gar nicht vorstellen. Die waren hinter diesem Mann her, weil sie an etwas glauben, das ihnen das Gefühl gibt, besser zu sein. Es war der reinste Horror. Als die Ärzte nach 20 Tagen immer noch keine Hoffnung für den im Koma liegenden Randy Townsend sahen, traf Sandy eine schwere Entscheidung. Sie ließ die lebenserhaltenden Maßnahmen an ihrem Bruder beenden. Ich warf mich über ihn und sagte ihm, wie sehr ich ihn liebe. Ich sagte ihm, dass er beim Herrn sicher sein würde. Ich glaube, die wollten damals einfach irgendwen kriegen, ganz egal welche Hautfarbe. Es musste nur jemand sein, der nicht perfekt war. Musik
Randy Townsend musste dran glauben, weil David Pilates wollte, dass seine schwangere Freundin Tristan sich noch vor der Niederkunft ihre roten Schnürsenkel verdient. Rote Schnürsenkel gelten in der rassistischen Skinhead-Szene als Auszeichnung. Wer weiße Schnürsenkel trägt, der hat noch kein Blut an den Händen. Diese Typen haben Randy Townsend umgebracht, damit sich diese Person das Recht verdient, farbige Schnürsenkel zu tragen. Sowas muss man sich verdienen, wie einen Orden im Krieg. Den kann man sich auch nicht einfach anstecken, man muss ihn sich erarbeiten. Wer solche Schnürsenkel trägt, erntet Respekt und er wird anders behandelt und wahrgenommen. Tristan Fry hat sich ihre Bänder verdient und verdientermaßen 14 Jahre gekriegt. Scotty Butters und David Pilates wurden zu je 30 Jahren verurteilt. Curtis Munchkey bekam lebenslänglich. Nach den Verhaftungen ebbten die Gewalttaten der White Supremacy-Anhänger in Tacoma etwas ab. Doch schon nach ein paar Jahren wurde ein altbekanntes Muster wieder erkennbar. Es hat schon wieder angefangen. Los geht's mit Kleinigkeiten. Als erstes werden in der Öffentlichkeit Pamphlete und Flyer gestreut, dann die ersten Graffitis. Unsere größte Sorge ist, dass die sich hier wieder neu etablieren wollen und wieder abscheuliche Verbrechen begehen. Für die Mörder von Randy Townsend war dessen Leben nur ein paar Schnürsenkel wert. Man muss schon in dieser Welt leben wollen, mit ihrer Musik, ihren Klamotten und ihren Tattoos. Und darin unterscheiden sich die Skinhead-Rassisten von den Neonazis. Stahlkappenstiefel, Glatzen und Hosenträger galten jahrelang als Erkennungsmerkmal der Skinhead-Bewegung. Heute lassen sich die Rassisten die Haare wachsen, geben sich unauffällig und als Teil der Gemeinschaft, um so neue Mitglieder zu ködern. Loretta Ross ist Gründerin des National Center for Human Rights Education. Sie weiß, die meisten rassistischen Skinhead-Organisationen suchen unter jungen Männern nach neuen Anhängern. Jugendliche sind leicht zu beeindrucken. Wenn man ihnen in dieser Lebensphase etwas an die Hand gibt, nach dem sie sich richten können, halten sie sehr lange daran fest. Jede Sekte holt sich ihr Frischfleisch aus diesen Reihen. Ob man nun Leute für Selbstmordattentate oder als Fußsoldaten im Heiligen Rassenkrieg rekrutiert, man bedient sich aus demselben Topf. Man sucht sich Menschen, die sich benachteiligt fühlen und impft ihnen ein. Die einzige Lösung heißt Gewalt. Wut, Gewalt und dazu laute Musik. Für bestimmte junge Männer eine sehr anziehende Kombination. Die rassistische Skinhead-Szene macht sich das zunutze. So, als nächstes braucht ihr einen Partner. Sicherheitshalber wenden wir Taktiken aus dem Thai-Boxen an. Damit erreicht man eine Menge, im Ring wie auch auf der Straße. Da sogar ganz besonders. Die Maryland Skinheads, kurz MDS, predigen Loyalität unter Brüdern im Geiste und Hingabe für die weiße Rasse. Mitglied werden kann nur, wer damit konform geht. Das bedeutet, man muss auch selbst zum Krieger werden. Jason Tankersley leitet die bundesweite Organisation. Man muss körperlich fit sein. Es ist verdammt wichtig, dass wir uns selbst verteidigen können. Diese Männer, besonders die Jungen, glauben, man hätte ihnen ihre Männlichkeit genommen. Sie fühlen sich kastriert. Von Feministinnen, von den Liberalen, von denen, die ihnen ihre Handwerkerjobs streitig machen. Wie eine Art Verschwörung der Juden. Und darauf reagieren sie mit dem, in ihren Augen, besten Mittel. Mit roher Gewalt. Im Grunde ist das die Art, wie Männer Probleme lösen. Mit Gewalt. Das geht doch schon in der Schule los, wo einer zum anderen sagt, lass uns rausgehen und das Problem wie richtige Männer lösen. Im Klartext, wir lösen es mit Gewalt. Diese sehr simple Definition von Männlichkeit erschließt sich vor allem jungen Männern. Die gehen raus und lösen das Problem sofort. Das Prahlen und das Einschüchtern gehören dazu. Und dieses Verhalten trifft eben den Nerv eines Jugendlichen, der sich sowieso schon fragt, wo sind all die echten Kerle hin?
Mit genauen Mitgliederzahlen will Tankersley nicht rausrücken. Nur so viel verrät er. Seit der Gründung hat sich die Zahl der MDS-Mitglieder verdreifacht, Tendenz steigend. Er sieht sich die Anwärter vorher genau an. Ich achte auf körperliche Fitness. Die müssen schon hart drauf sein, denn das sind wir schließlich auch. Wir sind immerhin kein politischer Debattierclub. Und außerdem müssen die Jungs zeigen, dass sie bereit sind, für den Club Opfer zu bringen. Die Anwärter müssen regelmäßig trainieren. Erst nach einem Jahr können sie vollwertige Mitglieder werden. Während dieser Zeit werden diejenigen aussortiert, die nicht wirklich hinter der Sache stehen. Könntet ihr mal die Klappe halten? Komm mal her. Heute wird aus dem Anwärter Chris ein Mitglied. Der Typ ist stahlhart. Egal, was man ihm gesagt hat, er hat's gemacht. Also gehört er von heute an zum MDS. Chris, komm doch mal bitte hier rauf, ja? Okay, Bruder. Das hier macht dich zum vollwertigen MDS-Mitglied. Du hast es dir redlich verdient. Du warst uns ein toller Bruder und hast absolut jeden Befehl ausgeführt. Von der Bruderschaft wird von Chris erwartet, dass er alle Aktivitäten des MDS unterstützt und vor allem neue Mitglieder anwirbt. Ich könnte jeden Einzelnen aus dem Club irgendwo hinschicken, wo es keine Skinheads gibt, wo noch gar nichts abgeht. Und innerhalb von 6 Monaten sollte dort ein kleiner Club entstanden sein. Musik spielt in der Szene eine wichtige Rolle, denn damit erntet man bei der Jugend schnell Aufmerksamkeit. Tankersley ist der Vize des Label 56, nach seinen Angaben das größte Skinhead White Power Label in ganz Amerika. Jedes Jahr verkauft Label 56 tausende CDs an Interessenten auf der ganzen Welt. Viele der Kids, die wir anpeilen, sind sauer, fühlen sich entrechtet. Die sehen zwar, dass irgendwas falsch läuft, aber sie sehen nicht unbedingt, was das ist. Für sie ist Musik ein Ventil, ihre Aggressionen loszuwerden. Wenn man denen dann ein paar Fakten präsentiert, wenn man ihre Wut auch nur ein bisschen auf etwas lenken kann, dann kann man damit arbeiten. Und so arbeitet Tankersley mit Musik gegen die Menschen, die seiner Meinung nach die weiße Rasse bedrohen. Kultur, insbesondere Musik, ist ein Weg in die Köpfe, wenn nicht sogar in die Herzen der neuen Generation. Denn sie steht für den Aufstand. In diesen Songs wird mit den Eltern und der Gesellschaft abgerechnet. Diese Musik drückt die Wut der Jugendlichen aus. Label 56 hat weltweit mehrere Bands unter Vertrag, darunter auch die Hardcore-Musiker von Beyond Sacred. Tankersley strebt allerdings ein größeres Publikum an. In Baltimore lässt er am St. Patrick's Day das weiße Erbe zelebrieren. Was wir tun, unsere Wurzeln, woher wir kommen, das ist unser weißes Erbe. Es geht doch nur darum, unsere Kultur und unser Volk zu erhalten. Sonst wäre alles, was wir tun, sinnlos. Auf dem Konzert wird traditionelle irische Musik gespielt. PR-mäßig haben die echt dazugelernt. Viele haben sich quasi neu erfunden. Sie treten nicht mehr als Hassvereine auf, sondern als Vereine des europäischen Erbes, weiße Menschenrechtsorganisationen oder freie Rednergruppen. Wer aber auch nur ein bisschen genauer hinhört, erkennt, dass es zwischen den Zeilen immer nur um Gewalt geht. Eines der größten Hate-Music-Labels sitzt in Hillsborough, West Virginia. Resistance Records gehört der weißen Separatistenorganisation National Alliance. Das Label hat schon mal 1 Million US-Dollar Umsatz gemacht, denn Resistance Records bringt diverse Skinhead-Bands auch dem Mainstream-Publikum näher. Chef des Labels ist Eric Gliebe. Unsere derzeit erfolgreichsten Richtungen sind Hardcore und Metal. Das ist, als würde man jemandem sein Anliegen mit einem Holzscheit in den Kopf hämmern. Die Texte sind schockierend und brutal, aber manchmal ist das nötig, um die junge Generation wachzukriegen. Schon immer war Musik ein wichtiges Mittel, um den Mainstream zu erreichen.
In den 80ern brüllte der Brite Ian Stewart von der Band Screwdriver seine Rassenhass-Tiraden in die Menge wütender weißer Kids. Der Rocker verunglückte bei einem Autounfall im Jahr 93 tödlich. Resistance würdigt ihn bis heute mit Konzerten. Das Unternehmen verkauft die unterschiedlichsten Produkte, darunter auch ein Videospiel mit dem geschmacklosen Namen Ethnische Säuberung, in dem man als Skinhead eine Gewaltorgie ausleben kann. Gliebe glaubt tatsächlich, dass die Produkte von National Alliance Stolz und nicht Hass propagieren. Angesichts der Geschichte des Unternehmens ist das allerdings kaum zu glauben. In den 80ern verübte eine Untergrundgruppe mit Namen The Order Raubzüge und Morde. Ihr Führer Robert Matthews wurde beim Versuch des FBI, ihn zu stellen, getötet. Der Name der Bewegung entstammte dem in Deutschland verbotenen Roman Die Turner-Tagebücher, die der National Alliance-Gründer Dr. William Pierce unter einem Pseudonym geschrieben hatte. Darin geht es um einen Rassenkrieg, der damit endet, dass eine Gruppe militanter Weißer die US-Regierung stürzt. Einige Fachleute glauben, dass sich Timothy McVeigh, der Oklahoma City-Bomber, an dem Buch orientiert haben könnte. Gliebe bestreitet, dass seine Produkte gewaltverherrlichend sind und stellt sie für alle frei zugänglich ins Netz. Es kümmert uns nicht allzu sehr, wer unser Zeug in die Finger kriegt. Unsere Sachen sind frei zugänglich. Bücher, Filme und Songs bringen niemanden um, Waffen auch nicht. Nur Menschen töten Menschen. Für die White Supremacists ist das Internet ein äußerst beliebtes Instrument. Sehen Sie jetzt, wie rassistische Skins auch im Netz nach neuen Mitgliedern fischen. Die Skinheads in Amerika und nicht nur dort haben mit dem Internet ein äußerst wirkungsvolles Instrument entdeckt. In Chatrooms und Online-Foren gehen die White Supremacists auf Seelenfang. Das Internet ist das Kommunikationsmittel überhaupt. Auch der White Supremacy leistet es gute Dienste. So gut wie kostenfrei kann man übers Netz ein riesiges Publikum erreichen. Mit Hilfe eines komplizierten Codes verbreiten sie ihre Botschaften unter denen, die wissen, worum es geht. Diese Leute sind visuell orientiert. Denken Sie doch mal ans Dritte Reich zurück. Auch die Nazis setzten auf die Bildsprache. Man will, dass diese Symbole gesehen werden und Furcht auslösen. Rahoa steht für Racial Holy War, also Heiliger Rassenkrieg. Die 14 steht für die 14 Worte des Glaubens, Bekenntnisses der Skins. Die Worte Heil Hitler kann man aus dem Zahlencode 88 herauslesen. Das H ist der 8. Buchstabe im Alphabet. Rassistische Webseiten, die besonders jüngere Menschen ansprechen sollen, sind voll von solchen Symbolen. Dieser junge Mann, der zu seinem Schutz hier nicht namentlich vorgestellt werden möchte, wuchs in einem kleinen Vorort von Portland, Oregon auf. Mit 13 Jahren stieß er bei der Recherche über den Zweiten Weltkrieg auf einen Chatroom von Neonazi-Skinheads. Wer die Begriffe Adolf Hitler oder Nationalsozialismus googelt, findet jede Menge Nazi-Seiten. Da steht, du denkst, du weißt Bescheid, aber deine Eltern und auch die Regierung lügen dir ins Gesicht. Dann geht die Gehirnwäsche los. Und irgendwann glaubt man das, was sie da so erzählen. Der Junge, den wir Andre nennen, chattete mit Volksfrontmitgliedern, deren Organisation auf eine lange und blutige Geschichte zurückblickt. Ich komme aus einer Kleinstadt. Und wenn da einer irgendwie anders ist, dann wird auf ihm herumgetrampelt. Und dann sieht man plötzlich diese Typen, die für das einstehen, woran sie glauben, und den anderen in den Arsch treten. Das Gefühl von Macht und Kontrolle wirkte faszinierend. Rassismus ist nur ein Ventil, um Wut rauszulassen. Herkunft, Glaube oder Hautfarbe sind nur vorgeschobene Gründe. Eigentlich geht es aber um die gefühlte Ohnmacht, die einen befällt, wenn man merkt, die Welt verändert sich. Nicht Rassismus ist der Anfang von allem. Andre zog von zu Hause aus und wurde Mitglied der Volksfront. Dann fing er an, neue Mitglieder zu rekrutieren, als jüngster Volksfront-Anwerber in Portland. Er ging direkt auf die Kids zu.
Wenn ich eins sah, das irgendwie einsam wirkte oder ausgestoßen, dann bin ich zu ihm hin und sagte, hey, bei uns geht's nicht um Hass oder so. Es geht nur um die Liebe zu unserer Rasse und wir nehmen dich auf. Bei uns gibt's Bier und Mädchen haben wir auch. Komm zu uns und wir werden dich wie einen Bruder behandeln. Allerdings musste Andre für diese Bruderliebe auch bezahlen. Wenn er sich nicht an die Regeln hielt, hagelte es Prügel. Beim ersten Mal war ich 13. Da kommen diese 2-Meter-Schränke an, frisch aus dem Knast, und prügeln einen grün und blau. Bei den Skinheads geht die meiste Gewalt von Weißen gegen Weiße aus. Entweder eine Gang gegen die andere oder auch gegen sogenannte Verräter an der weißen Rasse, die gegen die White Supremacy vorgehen. Nach ein paar Jahren forderte dieses Leben seinen Tribut. Ich konnte Gewalt anwenden und wurde akzeptiert. Wie gesagt, zu der Zeit fühlte ich Macht. Willst du weitermachen? What's that? No, I'm okay talking about it. Ja, geht schon wieder. Es ist nur so, dass das eine Menge Gefühle wieder hochkochen lässt, die ich früher mal hatte und schon seit langem verdrängt habe. Irgendwann hatte Andre genug von den Schlägen und der ganzen Gewalt. Er traf die gefährliche Entscheidung, alle Kontakte abzubrechen. Von da an galt ich als Verräter an der eigenen Rasse. Und so einen wollen die meisten Skins gleich hängen sehen. Ich hatte echt eine Heidenangst. Aber gleichzeitig war ich auch so ungeheuer erleichtert, als ich all den Stress und Hass abstreifen konnte. Und ich dachte, wenn ich schon ins Gras beiße, dann für das, wofür ich leben möchte. Andre lebt nun wieder bei seiner Mutter Lynn. Seit seinem Ausstieg gab es mehrere Anschläge auf sein Leben. Andre will nun wieder gut machen, was er angerichtet hat. Das macht mich echt krank. Ich verabscheue mich dafür, diese Kids zur White Power Bewegung gebracht zu haben. Und daran werde ich mein Leben lang zu tragen haben. Ich habe versucht, sie wieder da rauszukriegen. Bei der Hälfte habe ich das auch geschafft. An der anderen Hälfte arbeite ich noch. Aber das sind solche Betonköpfe geworden. Das ist echt schwer. Als sich die Skinhead-Subkultur in den 60ern entwickelte, waren das keine Rassisten. Andre bezeichnet sich daher heute als traditionellen Skin. Er identifiziert sich mit der Arbeiterklasse, nicht mit Fremdenfeindlichkeit. Die Skinheads haben ein Motto: Stolz ohne Vorurteil. Man ist stolz auf die Schicht, aus der man kommt. Zu Andres besten Freunden gehört ein Mann, den wir James nennen. Er ist ein Sharp, also Messer. Diese Initialen stehen für das englische Skinheads gegen rassistische Vorurteile. Sharps bezeichnen sich als Verteidiger der Arbeiterschaft, akzeptieren alle Menschen und verachten rassistische Skins. Sie lassen uns mies aussehen. Sie sehen aus wie wir, aber sie sind nicht wie wir. Die empfinden Hass, wir empfinden Stolz und Respekt. Schon immer gab es heftige Zusammenstöße zwischen Sharps und fremdenfeindlichen Skins. Sharps demonstrieren auf Kundgebungen und Protestmärschen oft gegen Fremdenhass. Für die Sharps sind rassistische Skins keine echten Skinheads. Sie bezeichnen sie als Boneheads, also Knochenköpfe. Wenn irgendwo Sharps auftauchen, hält man sie gleich für Rassisten. Das stinkt den Sharps natürlich gewaltig. Sharps lehnen die Ideologie von Rassenhass und Narzissmus ab. Zwischen diesen beiden Gruppen herrscht abgrundtiefer Hass. Die Sharps werfen den rassistischen Skins vor, ihr Auftreten kopiert zu haben und den Stolz auf die Arbeiterklasse in den Dreck zu ziehen. Die rassistischen Skins geben zwar vor, stolz auf ihre gesellschaftliche Schicht zu sein, in Wirklichkeit definieren sie sich aber über ihre Hautfarbe. Die glauben ernsthaft, dass die Gene die Stellung im Leben eines Menschen definieren. Und sie kämpfen für eine Hierarchie, in der die einzig richtige Hautfarbe weiß ist. Rassisten glauben, dass es genetisch minderwertige Rassen gibt, die Weiße bedrohen. Ihr müsst aufwachen und sehen, was abgeht, und euch verteidigen.
Martin Cox aus Orange County, Kalifornien, ist überzeugt, dass illegale Einwanderer aus Mexiko die Weißen vernichten wollen. Es geht ums Überleben. Die Weißen hier in Kalifornien sind schon in der Minderheit. 2001 betrug der weiße Bevölkerungsanteil im Sonnenstaat nur noch 47%. Zum ersten Mal in den vergangenen 100 Jahren. In der Debatte um Einwanderungspolitik schwingt die Angst vor Veränderung mit. Einwanderer werden als Eindringlinge dargestellt. Da wird das Gefühl vermittelt, die Weißen seien eine bedrohte Art, als wäre jemand hinter ihnen her. Es heißt, die Weißen seien in der Minderheit. Das stimmt weder rechnerisch noch, wenn man sich mal die Machtverteilung ansieht. Aber die haben diesen Opferstatus kreiert, auf den unbedingt reagiert werden muss. Und schon wieder heißt es, wir haben ein Problem. Wie lösen wir es? Wir drohen mit Gewalt. Entsprechend geht man gegen Immigranten vor. Im September 2001 formierten sich in Pennsylvania erstmals die Keystone State Skinheads. Diese rassistische Organisation gehört zu den am besten organisierten in Amerika. Aus Imagegründen benannte sich die Gruppe, die inzwischen sogar als politische Organisation hausieren geht, in Keystone United um. Keith Carney gehört seit 2002 dazu. Alles gehört niedergerissen. Die Menschen müssen sich neu orientieren. Das ganze Gedankengut muss verändert werden. In erster Linie geht es darum, das Denken zu verändern. Während der Dreharbeiten verteilen Carney und seine Leute vor einem Baseballspiel Handzettel. Auf diesen Flyern verbreitet die Gruppe ihre Ansicht, nach der die mexikanischen Einwanderer den Amerikanern die Arbeitsplätze wegnehmen wollen. Diese Polemik ist Carneys wichtigste Waffe auf der Jagd nach neuen Mitstreitern in der Bevölkerung. Ihnen geht es in erster Linie um die Immigranten. Sie haben Angst, dass all diese nicht-weißen Immigranten Amerika verwässern könnten. Dabei geht es nur um nicht-weiße Immigranten. Und das macht diese Typen zu Rassisten. Carney ist der White Supremacy-Bewegung schon als Jugendlicher beigetreten. Nach einem tätlichen Angriff auf einen Schwarzen in Scranton kam er für 3 Jahre hinter Gitter. Als ich rauskam, wusste ich, worum es geht. Ich habe mit dem Saufen aufgehört und mit anderen schlechten Angewohnheiten, die mich früher gebremst haben. Als ich rauskam, war ich radikaler als vorher. Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis setzt Carney eher auf Worte als auf Gewalt, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Ein Skinhead wird nicht für immer ein Skin sein. Irgendwann reiht er sich in die Gesellschaft ein, wird vielleicht Anwalt oder geht in die Politik. Wir werden Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Und damit beginnt er mit seiner öffentlichen Forderung nach Rassentrennung. Die ursprünglichen Skins waren eigentlich bloß Hooligans und haben nichts bewegt. Wir aber wollen die Menschen da draußen erreichen und ihnen zeigen, wie sie ihre Wut effizient umsetzen können. Angeblich hat er der Gewalt abgeschworen, die eigentlich den Kern seiner Bewegung bildete. Heute will er einen Krieg der Worte führen. Ein williges Publikum zu finden ist allerdings nicht leicht. Die Leute kümmern sich einfach um nichts und deshalb haben wir in diesem Land so viele Probleme. Aber wenn die erstmal ihren Kühlschrank aufmachen und feststellen, das Bier ist alle, dann werden sie schon ins Grübeln kommen. Wir warnen ja schon seit Jahrzehnten vor dem, was gerade abgeht. Dass viele Flyer achtlos fallen gelassen werden, stört Carney nicht. Wir sind nicht furchteinflößender als jeder andere. Wer allerdings Angst davor hat, dass Schluss ist mit der Multikulti-Szene, mit Drogenmissbrauch und Homosexualität oder wer keine strengeren Einwanderungsbestimmungen will, der sollte zittern, denn wir werden mit all dem aufräumen. Während die Keystone United über Einwanderer spricht, drängen andere fremdenfeindliche Skins und White Supremacy-Gruppen nach Arizona, Richtung mexikanische Grenze. Dieser ganze Mischmasch von wegen Vielfalt und Miteinander, das ist doch alles Bullshit. Amerika wurde von Weißen gegründet. Wir haben das alles aufgebaut. Und anderen erlaubt, herzukommen. Der Kriminalpolizist Matt Browning hat sich auf Skinhead- und White-Supremacy-Aktivitäten in Arizona spezialisiert.
Ganz gleich, ob man ein Rassist aus Texas, Arizona oder Kalifornien ist, wo will man hin? Wer nach Arizona kommt, tut das nur aus einem Grund. Manche sagen Spezialauftrag dazu. Andere sprechen schlicht von einer Jagd. Wir US-Bürger haben das Recht, uns zu erheben und das zu tun, wozu die Regierung nicht in der Lage ist. Wir können uns gegen alles und jeden wehren, der in unser Land eindringt. Und es steht ja wohl außer Frage, dass diese Mexikaner Eindringlinge sind. In Arizona ist es erlaubt, auch offen Schusswaffen zu tragen. Alles hier ist freiwillig. Arizona ist der Wilde Westen. Wir dürfen unsere Waffen überall hin mitnehmen. Und diese Typen reizen das bis zum Geht nicht mehr aus. Matt Browning hat 1995 mit der Verfolgung von White Supremacy-Gruppen in Phoenix angefangen. Undercover hat er sich in Skinhead und andere rassistische Organisationen eingeschleust. Inzwischen hat er damit aufgehört. Doch einmal ist er so tief hineingeraten, dass man ihn sogar zum Bezirksleiter der National Alliance gewählt hat. Man spricht da über nichts anderes als über Hass, darüber, dass die Schwarzen Drogen verkaufen, um die Weißen zu vernichten, darüber, dass die Mexikaner nur versuchen, sich das Land wieder unter den Nagel zu reißen. Diese Typen reden sich in Rage und man weiß nie, wann sie zuschlagen werden. Wann auch immer irgendeine Skinhead-Aktion in und um Phoenix im Gange ist, wird Browning hinzugezogen. Hinter ihm steht ein Polizeinetzwerk, das Verbrechen von Skinheads im Südwesten der USA nachgeht. Man muss wissen, gegen wen man vorgeht, wie die Typen sich organisieren und wer mit wem unter einer Decke steckt. Skinheads gehören zum organisierten Verbrechen. Sie haben ihre Führer, ihre Hierarchien und sie werden ausgebildet. Browning arbeitet eng mit den Kripo-Beamten Paul Dalton und Roger Brumbo zusammen. Letzterer hat schon hunderte Skinheads verhört und eine entsprechend große Fotosammlung von Skinhead-Tattoos. Die Kreuze auf den Augen bedeuten toter Cop. Die Typen sind gefährlich. Und bei entsprechender Gelegenheit. Die Gewalt nimmt definitiv zu. Wir hatten schon Mexikaner, die aufs Brutalste aus einer Bar herausgeprügelt wurden, weil sie es gewagt hatten, Spanisch zu sprechen. Anhänger der National Alliance machen sich mit Wagenladungen voller Schusswaffen auf zur Grenze. Martin Cox kennt nur einen Weg, die Einwanderer zu stoppen. Selbst wenn man auf die schießt, strömen sie noch weiter ins Land. Die kann man nicht stoppen. Außer vielleicht mit einer Art Berliner Mauer. Man kann die nur aufhalten, wenn man ihnen was in den Weg stellt, wo sie nicht drüber oder drunter herkommen. Der selbsternannte Chef der North American Insurgency hat die Einwanderer in einer Presseerklärung als Invasoren beschimpft und proklamiert, die Zeit zum Reden sei nun rum. Wir befinden uns in einem Bürgerkrieg der Rassen. Diese Typen schmieren uns doch Honig ums Maul, wenn sie behaupten, wir wollen hier nur ein besseres Leben führen. Blödsinn. Die wollen den Südwesten besetzen. Und wenn die erstmal an die Macht kommen, dann wird für die Weißen die Hölle auf Erden losbrechen. Metzger droht entweder Deportation oder landesweite Gewalt. Offenbar beherzigen White Supremacy-Anhänger und fremdenfeindliche Skins seinen Rat. Michelle Lefkowitz beobachtet den Südwesten für die Anti-Defamation League. Zum eigenen Schutz will sie unerkannt bleiben. Ich konnte unter diesen selbsternannten Bürgerwehrgruppen Neonazis identifizieren. Ich habe 15 gezählt. Mit Feldstechern, Geländewagen und einem ganzen Waffenarsenal. Die Anzahl rassistisch bedingter Straftaten wächst stetig. Auch nimmt die Zahl der Angriffe auf Einwanderer immer mehr zu. Der steigende Fremdenhass führte dazu, dass die Regierung von Arizona im März 2007 eine Sondereinheit gründete, die Dutzende Angriffe gegen Einwanderer aufklären soll. In einigen Mordfällen wird gegen White Supremacy-Anhänger und radikale Einwanderungsgegner ermittelt. Fremdenfeindliche Skins nutzen die Einwanderungsproblematik dazu, ihren Rassenhass und Gewalteinsatz zu rechtfertigen.
Durch die illegalen Einwanderer wurde das Feuer erst so richtig angefacht. Damit können die Rassisten so richtig auftrumpfen. Sie schüren damit die Ängste der Bevölkerung. Insbesondere gegen illegale Mexikaner. Für Browning und die zahllosen anderen Ermittler ist der Kampf gegen fremdenfeindliche Skinheads ein Fass ohne Boden. Mir liegt die Sache am Herzen. Skinheads morden nicht einfach nur. Sie gehen extrem brutal vor und sind voller Zorn. Mit diesen Typen muss sich einfach irgendwer befassen. Und ein paar wenige tun das auch. Rassistische Skins halten sich für Krieger, die ihre dahinsiechende Rasse retten müssen. Ein brandgefährlicher Gedanke. Die haben einen langen Atem. Wenn es ihnen gelingt, ihre kranken Ideen, ihr Wertesystem, ihren Hass und ihren Glauben an vermeintlich gerechte Gewalt schrittweise in der Gesellschaft zu etablieren, wenn dem nicht Einhalt geboten wird, kommt es zum Flächenbrand. Die Botschaft von Rassenstolz und Rassentrennung trifft auf immer mehr offene Ohren. Gewalt bleibt jedoch Sache des harten Kerns. Die Menschen sind mit Scheuklappen unterwegs und sehen gar nichts. Man muss sie wachrütteln, damit sie merken, was abgeht. Wir müssen uns selbst verteidigen. Alle Nase lang werden Weiße von irgendwelchem farbigen Dreck da draußen zusammengeschlagen. Es ist an der Zeit, sich zu wehren. Genug ist genug. Für das, was die getan haben, werden wir töten. Wir werden ihnen richtig wehtun. Wir mögen im 21. Jahrhundert leben, doch diese Leute wollen uns ins 19. zurückkatapultieren. Sie wollen die Bigotterie wieder aufleben lassen, die jahrhundertelang die Wurzel von so viel Übel war. Sie wollen nicht, dass wir Rassenhass, Schwulenhass, sexuelle und ethnische Engstirnigkeit überwinden. Fremdenfeindliche Skinheads arbeiten sich übers Internet und über Musik in die Köpfe der Menschen. Sie wollen Amerika brutal umformen. Um mehr Einfluss zu gewinnen, wollen sie möglichst alle Gesellschaftsschichten unterwandern. In den USA ködern sie immer mehr Anhänger. Mit Worten, die in Deutschland als Aufstachelung zum Rassenhass oder Anstiftung zum Mord strafbar wären.